Jo, halt zurück zu Starfield. Wir wollen ja mal eben kurz nochmal bei White Earp angucken. Beziehungsweise wir wollen auch mal in das von ihm vermietete Zimmerchen gehen. Das gucken wir uns mal an. Mal schauen, was es da für Überraschungen gibt. Wahrscheinlich gar keine. Ja, mal so ein Stündchen können wir mal schlafen, oder? Sarah Penchon, ich bin eingefroren hier, oder was? Irgendwann sollten wir im Bett auch einfach mal schlafen. Okay. Es ist so schön, jeden Morgen neben dir aufzuwachen. So, was ist jetzt der Witz? Natürlich unendlich pennen da jetzt. Keine Ahnung, was das bringen soll, aber... Wir probieren es aus. Einfach mal immer schlafen. Was machen wir mit White Earp eigentlich? Die müssen wir auch nochmal irgendwo treffen, dachte ich. Er ist dummerweise für eine Woche gemietet. Vielleicht müssen wir eine Woche schlafen. I don't know. Komm. Hallo, hallo? Das war ein perfekter Tagesabschluss. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir irgendetwas herausfinden? Geh in dein gemietetes Zimmer. Ich würde mal sagen, das ist mein gemietetes Zimmer. Hm. Machen wir die Tür zu. Oh, Mist. Schlafen. Was können wir denn hier noch so machen? Nix. Komm, da hänge ich nicht lange ab, das nervt. Was mit euch denn passiert? Nimm keinen Schrott mit. Entschuldigung. Warum sind die, warum, was ist hier, warum sind die kaputt? Ja, Karotte will ich nicht. Ganz ehrlich, wollen wir jetzt hier rumhängen? Ich weiß nicht. Ewig schlafen will ich auch nicht. Komm, dann bauen wir mal das Ding in unser Raumschiff ein und dann ist gut, oder? Oder gab es hier noch eine Quest, wo man auch noch etwas mit denen machen könnte? Ich dachte, wir müssen mit ihm auch noch reden. Junge, ey. So, pass auf. Wir werden jetzt hier das Oma machen, damit wir hier auch mal weiterkommen. Das haben wir eigentlich schon mal irgendwann ausprobiert. Das ist eigentlich nur, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich meine, man hat das dann, oder hatten wir das hinten nicht schon eingebaut? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, man muss das aktivieren mit allen Artefakten und die haben wir ja jetzt. Ne? Man könnte es schon anbauen, aber es ist noch nicht. Ja, weiß nicht. Aber der Hunter ist, glaube ich, bei uns auf dem Schiff schon, oder?
nicht gefunden, super. Kein Bock. Ja, hier steht der Hunter rum, also von daher... Irgendwie sind wir schon so weit, wie wir wollen, aber hier vorne bauen wir das ein, ne? Ich brauch das hier gar nicht. Ich aktiviere das jetzt. Bam. Okay, so. Was kann man jetzt damit? Hey. Ja, es ist okay. Oh Mann, sag nicht, du bist zum Plaudern hier. Nein. Und wir können jetzt irgendwie was... Was ist der Witz? Grafantechnik-Sprung für Allheit hochfahren. Okay, oder... Kurs festlegen. Wir wollen ja eigentlich... Achso, okay. Müssen wir das dann... Du hast es geschafft. Gefällt dir der Ausblick? Ich schaue sie mir gerne an. Die Unendlichkeit. Ja, genau. So rede ich nicht. Deine Meinung zur Unendlichkeit spielt keine Rolle. Dachte ich mir fast. Wir beide sind Teil des großen Ganzen. Alle Punkte laufen hier zusammen. Wird ein Stern geboren oder stirbt er, schlägt seine Existenz durch das Herz dieses Orts. Die Allheit. Ich habe gesehen, was du warst, bist, hättest sein können. Glaubst du, ein gutes Leben geführt zu haben? Bereust du etwas? Gut. Diese Klarheit wirst du brauchen für das, was kommt. Um ein Sternenblut zu werden, musst du dem Universum ein letztes geben. Dich selbst. Der nicht greifbare Teil von dir, der dich in der Unendlichkeit einzigartig macht, wird wie eine Supernova explodieren. Während ein Teil von dir mit der Essenz dieses Universums verschmilzt, bleibt ein anderer auf ewig zurück. Verstehst du das? Du lässt dieses Universum zwar zurück, doch dieser letzte Schritt wird es auf ewig verändern. Ja, und warum? Genau, es klingt hier nach Sterben. Nun gut. Gehe durch das Tor des Lichts und du wirst Stern geboren. Alles wird verschwinden. Und du an einem anderen Ort erwachen. Doch das ist nicht dein einziges mögliches Schicksal. Du könntest auch umkehren. Dich entfernen von der Allheit, bis die Sterne verblassen und auf deinem Schiff erwachen. In deinem Universum. Dein Leben weiterleben. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Mit euch allen. Mit jeder Version, die gerade hier in der Allheit ist. Geht hinaus in die Sterne.
Okay, was bringt das? Komm, wir gehen mal hier durch jetzt, oder? Weil, ich meine, wieso sind wir sonst hier? Wenn du den Schritt in Richtung Unendlichkeit erwägst, zeige ich dir, was mit dem Universum, das du vielleicht verlässt, geschehen wird, während sich deine Essenz durch Raum und Zeit verteilt. Dein Kampf mit der UC Systef gegen die Crimson Fleet erweist sich als Triumph des Gesetzes über die Gier. Die UC sorgt für mehr Sicherheit in den besiedelten Systemen, sodass die Raumfahrt ungefährlicher wird. Ryujin Industries zieht das interne geheime Neuro-M-Projekt zurück. Das Unternehmen bleibt erfolgreich, fällt aber nicht auf. Jeder neue Agent hört von der Geschichte deines Aufstiegs im Unternehmen und strebt danach, dir nachzueifern. Du lässt dieses Universum hinter dir, doch ein neues erwartet dich. Wer wirst du in diesem sein? Was für Entscheidungen wirst du treffen? Durch den Einsatz einer künstlichen Mikrobe werden die Terrormorphs nahezu ausgerottet. In dem besiedelten System flaut die Angst vor außerirdischen Lebensformen ab. Die UC gilt zunehmend als das sicherste Gebiet im All. Ist doch nicht schlecht. Ja, ich dachte, wir brauchen vielleicht noch ein paar, weiß ich nicht, mal gucken, vielleicht brauchen wir noch ein paar Artefakte, ein paar Kräfte hier. Ronhawks Sturz zeigt erneut, dass für die Freestar Ranger die Gerechtigkeit über allen politischen Machtspielen steht. Im Freestar Collective wächst das Bewusstsein für das allgemeine Wohl. Es gibt mehr Heldentaten im Namen der Selbstaufopferung. Tja, Loge, jetzt bin ich mal gespannt. Die zurückbleibenden Mitglieder der Constellation werden ihre Materialien über die Entdeckung der Artefakte, die Sternenblüter und die Allheit veröffentlichen. Die Erkundung des Alls in dem besiedelten System, im Zeichen der Hoffnung, erhält einen neuen Schub. Oh krass, das ist wirklich das Ende. Das ist ja interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber, naja. Gut. Man kann eigentlich, ich glaube, ich bin, was war ich jetzt, Level 47? Man kann Level 100 erreichen. Das heißt, rein theoretisch habe ich die Hälfte von dem Game gemacht. Kann ja nicht sein, oder? Da noch ein paar Leute fragen müssen? Keine Ahnung.
Müssen wir mal abwarten, wie es jetzt weitergeht, ob man nachher noch weiterspielen darf oder ob man eigentlich wirklich woanders rauskommt. Ja, wer weiß. Na gut, aber auf jeden Fall hat das richtig Laune gebracht. Man kann auf jeden Fall wohl noch jede Menge erkunden, jede Menge machen. Vielleicht mache ich das auch. Mal gucken. Also, mehr gibt's dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Entschuldigung, das ist eine private... Moment. Du kommst mir bekannt vor. Vasco, identifizieren. Scan läuft. Erstelle Querverweise zu bekannten Personalakten unserer Partnerorganisationen.
Bitte stillhalten. Das scheint ihr Miner von Argos Extractors zu sein. Verschwunden, als wir das Artefakt von Vectera weggebracht haben. Aufenthaltsort ist eben unbekannt. Verstehe. Vasco hat das Artefakt schon geliefert. Also, warum tauchst du jetzt auf? Du bist... Verstehe. Einige unserer Theorien zu den Artefakten stimmen also. Das glaubst du einfach so? Und wenn diese Person nur Wahnvorstellungen hat, in der Mine zu viele Gase eingeatmet hat? Hören wir ihr doch zu. Wir wissen so gut wie nichts. Wenn sie die Wahrheit sagt, kann uns das sehr helfen. Alles klar. Schieß los. Danach suchen wir also. Nach den Teilen für ein Armillar. Nach einem Weg in das Zentrum eines Multiversums. Entweder ist das wahr, oder es ist der raffinierteste Streich aller Zeiten. Über Zweifel sind wir doch längst hinaus, Walter. Wir können es ja mit eigenen Augen sehen. Wir wissen jetzt, wo die meisten Artefakte sind und wohl auch, wie wir sie kriegen. Solange du die anderen Sternenblüter davon abhältst, uns zu töten, gehört sie dir. Rede bitte mit Wladimir im Auge. Vergleich das, was du uns berichtet hast, mit seinen Scandaten. Du spürst die Artefakte auf, die das Auge findet. Wir besorgen die anderen. Wenn jemand in den besiedelten System so etwas glaubt, dann die Constellation. Und jetzt gehen wir es uns mit eigenen Augen ansehen. Begrüßung, willkommen zu Hause, ist in diesem Fall dimensional nicht zutreffend.